Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, Frühlingsanfang, internationaler Aktionstag zum Equal Pay für Frauen. Heute ist auch der internationale Tag gegen Rassismus. Es gibt schlechtere Tage als diesen. Sie im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung und vor allem auch im Namen unserer Kooperationspartnerin, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, hier zu unserer internationalen Konferenz zu begrüßen. Herzlich willkommen an Sie alle zu unserer Konferenz Gleichstellungsprojekt Europa, Menschenhandel, Flüchtlinge, Rechtspopulismus, Herausforderungen für eine emanzipative Politik. Ein langer Titel in der Tat, aber wir haben auch in den nächsten anderthalb Tagen viel vor, nämlich all das, was auf dem Zettel da steht oder in der Überschrift. Ich freue mich sehr, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind und ich möchte natürlich ganz, ganz besonders unsere europäischen Gäste begrüßen. Und wenn Sie mir erlauben, möchte ich ein ganz, ganz spezielles Willkommen heißen, Nadia Shaban. Sie ist eine wunderbare Vertreterin des Verfassungsparlaments. Nadia, es ist sehr, sehr schön, dass du hier bei uns bist als Vertreterin. Auch der tunesischen Frauen, würde ich sagen, die, und da gehörst du mit dazu, Unglaubliches erreicht haben, nämlich Frauenrechte in der kürzlich verabschiedeten tunesischen Verfassung gegen die Angriffe der Islamisten zu verteidigen. Herzlich willkommen, Nadia, es ist schön, dass du bei uns bist. Und nochmal Glückwunsch für euren Sieg, der nichts für mich, nichts anderes zeigt, als dass es notwendig ist, aber auch sinnvoll und zu Erfolg führt, wenn sich Frauen zusammenschließen, sich Frauen organisieren. Mit dieser Konferenz wollen wir durchaus auch einen Impuls geben, dass wir stärker kooperieren in Europa und wir uns auch bewusster machen, ich komme darauf nochmal später, eines tun müssen, nämlich viel öfter eine paneuropäische Öffentlichkeit herzustellen über das, was gleichstellungspolitisch, geschlechterpolitisch, friedenspolitisch und so weiter in der Europäischen Union passiert und geschieht. In zwei Monaten werden 500 Millionen Europäerinnen und Europäer zu den Urnen gerufen. Wir wählen unsere Vertreterinnen und Vertreter im Europaparlament. Diese Konferenz hier dürfte im EU-Wahlkampf eine der wenigen in dieser Republik sein, die sich mit geschlechterpolitischen Perspektiven und damit mit dem Kern des europäischen Projekts, nämlich der Achtung der Menschenwürde und dem Gleichstellungsgrundsatz, auseinandersetzt. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind die verbrieften Werte der Europäischen Union. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass sie stets eingefordert und politisch immer wieder neu erkämpft werden müssen, weil sie politisch und ökonomisch ständig unter Druck geraten, nämlich unter anderem durch die Euro-Krise, durch wirtschaftliche Interessen und, damit werden wir uns auf dieser Konferenz beschäftigen, durch konservative und rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker, die immer mehr Rückhalt in ihren jeweiligen Gesellschaften, in ihren jeweiligen europäischen Ländern finden. Ja, richtig. Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik haben einen festen Platz in der europäischen Politik. Und sehr vieles, auch Positives, ist in den letzten 20, 25 Jahren erreicht worden. Zum Erreichten zählt der Vertrag von Amsterdam von 1999, der die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zu einer der grundlegenden Aufgaben der Europäischen Union erklärt. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten, Ungleichheit zu beseitigen und die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen ökonomischen und politischen Handlungsfeldern zu fördern. Der Vertrag von Amsterdam hat Gender Mainstreaming offiziell als verbindliche Richtlinie für alle Mitgliedstaaten zur Aufgabe der europäischen Politik gemacht. Ich könnte hier sehr viele Artikel, Richtlinien und Rechtsakte der Europäischen Union aufzählen, wie die im Jahr 2000 unterzeichnete EU-Charta, die die Grundrechte und damit das Verbot von Diskriminierung bekräftigt
und Regierungen zur Gleichstellung von Männern und Frauen verpflichtet. Ich könnte auf den Lissabon-Vertrag verweisen, der wiederum explizit auf diese Charta aus dem Jahr 2000 verweist. Ich könnte hier auch lange Stunden damit verbringen, die diversen Strategiepläne der Europäischen Union aufzuzählen, die die Gleichstellung in den europäischen Ländern konkret umsetzen sollen. Richtig und wichtig ist, dass diese Politiken der EU und die Regelwerke der EU ein wichtiger Referenzrahmen für die Zivilgesellschaft und gerade auch für Frauenorganisationen sind, Regierungen auf nationaler Ebene an deren Umsetzung immer wieder zu erinnern und sie dazu aufzufordern, diese Umsetzung voranzutreiben. Aber machen wir uns nichts vor. Von Gender Mainstreaming, also der konsequenten Berücksichtigung einer Geschlechterperspektive in alle Politikentscheidungen der Europäischen Union, sind wir Lichtjahre entfernt. Das ist weitgehend ein Lippenbekenntnis geblieben. Viel schlimmer jedoch ist, dass die Lebensrealitäten viel zu vieler Frauen in Europa von Diskriminierung, Ungleichheit und leider von Gewalt geprägt ist. Gut, dass der vor 2 Wochen veröffentlichte Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte auf die Gewalterfahrungen von Millionen von Frauen in allen EU-Mitgliedstaaten aufmerksam gemacht hat. Die Zahlen, die dieser Bericht vorgelegt hat, sind einfach ungeheuerlich. 33% der Frauen Europas haben seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Das entspricht etwa 62 Millionen Frauen. Das sind fast so viele wie die Gesamtbevölkerung Frankreichs. Ein anderes Beispiel. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen hat im Bericht im März diesen Jahres, also in diesem Monat, einen Bericht zum Index für Geschlechtergleichstellung für Europa vorgelegt. Dieser Bericht zeigt, auch das finde ich erschreckend im ach so demokratischen Europa, dass Frauen in politischen Entscheidungsprozessen deutlich unterrepräsentiert sind. Ich möchte hier die Zahlen nicht wiedergeben, aber pro Land ist aufgeschlüsselt, wie diese Repräsentanz von Frauen in politischen Entscheidungen aussieht, pro Land. Und Ihnen ist vielleicht noch der Bericht von Frau Estrela im Gedächtnis. Dieser Bericht beschäftigt sich mit Rechten der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Er fordert unter anderem sichere und legale Abtreibung und einen modernen Sexualkundeunterricht, der auch nicht diskriminierende Informationen über Homosexualität transportieren soll. Zunächst sollte der Bericht von Frau Estrela, sie ist eine portugiesische Abgeordnete und gleichzeitig Vorsitzende des Ausschusses für Geschlechterrechte und Gleichstellung von Männern und Frauen im Europaparlament, zunächst sollte ihr Bericht im Oktober 2013 beschlossen werden. Stattdessen wurde er nach lautstarken Protesten von Konservativen und Rechtsextremen an den Ausschuss zurückverwiesen. Schon vor der ersten Abstimmung im Oktober erhielt Edith Estrella über 80.000 Protestmails von Mitgliedern konservativer Familienorganisationen, von Pro-Life-Aktivistinnen und christlich-fundamentalistischen Organisationen aus ganz Europa. Nicht nur die schiere Zahl ist ungeheuerlich, Sie können sich auch denken, dass ein Großteil dieser 80.000 Protestmails an Frau Estrela gerichtet beleidigenden, diskriminierenden und entwürdigenden Charakter hatten. Beim zweiten Abstimmungsversuch zu ihrem Bericht im Plenum im letzten Dezember, Zitat, herrschte eine Stimmung, die etwas Bedrohliches hatte, so die grüne Europaabgeordnete Ulrike Lunacek. Einige Parlamentarier johlten und buhten, als Frau Estrela sprach. Als klar wurde, dass der Gegenbericht zu Frau Estrelas Bericht angenommen wurde, klopften sie lautstark auf die Tische. Ich denke, das zeigt uns, auf was wir uns gefasst machen müssen im Europäischen Parlament. Nämlich auf
Anfeindungen derjenigen, die eine Gleichstellungs- und eine emanzipative Agenda voranzutreiben versuchen. Und noch ein Wort zu einem anderen Dauerbrenner, der Ungleichheit. Ich sagte es schon, heute ist der internationale Aktionstag der Equal Pay Day. Seit Jahren sind es vor allem Frauen, auch Gewerkschafterinnen, viele Frauenorganisationen, die auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu Ungunsten der Frauen in Europa aufmerksam machen. Die aktuellen Zahlen zeigen, im europäischen Durchschnitt verdienen Frauen pro Stunde etwa 16% weniger als Männer. In Ländern wie Slowenien, Malta, Polen, Italien, Luxemburg und Rumänien liegt die Differenz bei unter 10%. In Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich und Estland liegt die Differenz jedoch weit über 20%. Deutschland, das wissen Sie, zählt mit 22,4% zu den Schlusslichtern. Nur Österreich mit 23,4% und Estland mit 30% schneiden noch schlechter ab. Ich glaube, wir müssen radikaler werden mit unseren Forderungen, weil diesen Equal Pay Day fordern wir schon seit, zelebrieren wir seit vielen Jahren. Wir protestieren, wir kriegen jährlich Statistiken auf den Tisch, aber es ändert sich viel, viel zu wenig zugunsten von Lohngleichheit für Frauen. Deswegen brauchen wir auch ein Entgeltgesetz, das diese Frauendiskrepanz zwischen den Gehältern zu Männern überwindet. All diese Beispiele zeigen, Gleichstellungspolitik ist und bleibt eine kontinuierliche und absolut drängende Aufgabe. Wenn wir uns nicht besser organisieren, machen wir den Weg frei für all diejenigen, die sich der Gleichstellung und Antidiskriminierungspolitik nicht nur widersetzen, sondern auch über das Europäische Parlament ein massives Rollback des Erreichten organisieren. Nicht zuletzt deshalb wollen wir auf dieser Konferenz uns mit den Ursachen und Folgen des Aufstiegs konservativer und rechtspopulistischer Kräfte in Europa und im künftigen Europaparlament beschäftigen. Die Zustimmung, auch das erschreckend, für rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien ist in den letzten Jahren kontinuierlich in europäischen Ländern gestiegen. Laut einer Studie der Deutschen Bank, die in Kooperation mit der Universität Bonn erstellt wurde, könnten Rechtspopulisten und Rechtsradikale auf bis zu 18% der Sitze bei den nächsten Europawahlen in 2 Monaten kommen. Das ist alarmierend. Und ich meine, und ich hoffe, diese Konferenz trägt mit dazu bei, wir müssen uns rüsten gegen eine konservative und reaktionäre Gesellschafts- und Geschlechterpolitik, gegen die Zunahme homophober Einstellungen, gegen eine abschottende und menschenverachtende Flüchtlingspolitik. Und wir müssen unsere Forderungen an eine emanzipatorische europäische Geschlechterpolitik schärfen und vor allem stärker in die Öffentlichkeit bringen. Auf dieser Konferenz befassen wir uns mit 2 Themenfeldern, die nicht so häufig auf der geschlechterpolitischen Agenda stehen. Die europäische Flüchtlingspolitik und der Menschenhandel, das sind die beiden Themen, die wir hier bearbeiten wollen, eben speziell mit einem menschenrechtlichen und geschlechterdifferenzierten Blick. Wir meinen, dass vor allem in diesen Handlungsfeldern dieser geschlechterdifferenzierte Blick überfällig ist und leider auch vernachlässigt ist. Die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer und vor unseren Grenzen setzen sich fort. Und auch wenn Frontex, die EU-Grenzschutzagentur, seine Push-Back-Politik gerade überdenkt, die EU muss ihre Flüchtlingspolitik grundlegend korrigieren und endlich an den Menschenrechten und an der Schutzverantwortung ausrichten. Und wir wissen es alle, Menschenhandel verletzt grundlegende Menschenrechte. Das Deutsche Institut für Menschenrechte benennt Menschenhandel und Arbeitsausbeutung zu Recht als ein alltägliches Problem
Und es wird viel zu sehr von der Politik und der Öffentlichkeit hier bei uns und in Europa verdrängt. Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren eine Konvention gegen Menschenhandel und entsprechende Richtlinien wieder einmal erlassen. Aber auch hier können wir sagen, dass die Umsetzung weit hinterherhing zwischen dem, was auf dem Papier steht. Wir wollen auf dieser Konferenz diskutieren, wie Menschenhandel besser bekämpft werden kann und damit auch die damit verbundene Zwangsprostitution, die überwiegend weiblich ist, ein Ende hat. Die Zukunft Europas als Freiheitsprojekt ist in der Heinrich-Böll-Stiftung ein großes Thema. Viele unserer Büros in Prag oder Warschau, Brüssel oder Belgrad widmen sich seit langem auch geschlechterpolitischen Fragestellungen und wir haben viele, viele Partnerinnen, einige sind auch hier, mit denen wir seit vielen Jahren zu Gleichstellungspolitik, Geschlechterpolitik im engeren und weiteren Sinne kooperieren. Hier in der Zentrale ist es vor allem das Gunnar-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie, das die Geschlechterpolitik und die Gleichstellungspolitik der Europäischen Union ins Visier nimmt. Aktuell hinweisen möchte ich Sie deshalb und euch auf das Webdossier des Gunnar-Werner-Instituts, weil damit begleiten wir über diese Konferenz hinaus das Gleichstellungsprojekt Europa. Und Sie finden auf diesem Webdossier oder in diesem Webdossier sehr viele Analysen, Beiträge, Hintergrundartikel. Ich möchte Sie ermuntern, sich dieses Webdossier anzuschauen, sich die Informationen rauszuholen. Geben Sie uns Anregungen, wenn Sie ergänzende Informationen wollen oder ergänzende Beiträge von uns wollen, dass wir sie in dieses Webdossier einstellen. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, mich am Schluss bei all denjenigen zu bedanken, die in relativ kurzer Frist diese Konferenz organisiert haben. Noch einmal ein ganz großes Dankeschön an die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, ganz speziell an dich, Heidi Meizold. Ich danke dir für die gute Zusammenarbeit. Es ist nicht das erste Mal und auch diesmal hat es wieder gut geklappt. Sie ist da, Barbara Lochbieler, grüne Abgeordnete im Europaparlament. Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich für die Kooperation. Als wir vor einiger Zeit über die Idee zu einer solchen Konferenz miteinander gesprochen haben, haben wir gedacht, ja, das wäre es doch, zwei Monate vor den Europawahlen eine Konferenz zu Frauen- und Gleichstellungsthemen, zu geschlechterpolitischen Fragestellungen, die nicht jeden Tag auf der Tagesordnung stehen. Du beschäftigst dich im Europaparlament vor allem auch mit Fragen des Menschenhandels, aber vor allem natürlich mit den Menschenrechten. Von Barbara zu Barbara, ganz herzlichen Dank für deinen tatkräftigen Einsatz. Es hat Spaß gemacht und macht immer Spaß, mit dir zu arbeiten. Ja, und zu guter Letzt, was wäre diese Konferenz ohne das Gunnar-Werner-Institut, die diese Konferenz gestaltet und organisiert hat? Danke an alle Kolleginnen und Kollegen des Gunnar-Werner-Instituts. Ganz besonderen Dank geht heute an dich, Henning von Barken. Henning natürlich für mich, ja, aber für alle der Henning von Barken. Es war eine ziemliche Herausforderung für dich, diese Konferenz auf die Beine zu stellen. Und unser Wunsch, möglichst viele weibliche Kandidaten für die Europawahl hierher einzuladen und genau das zu organisieren, was wir brauchen, nämlich mehr paneuropäische Debatte, mehr paneuropäische Vernetzung. Genau das ist dann doch gescheitert, nicht an deiner unermüdlichen Einladeschreibe, sondern letztlich daran, dass doch viele Abgeordnete mittlerweile in ihren jeweiligen Ländern mitten im Wahlkampf stecken. Wir haben dafür Verständnis, umso mehr danke ich all denjenigen Abgeordneten, die heute hier sind, auch ehemaligen Europaabgeordneten wie Franziska Brandner, die uns bestimmt auch bereichern wird mit ihrer Erfahrung auf dem Hintergrund ihrer Teilhabe. Henning, noch einmal herzlichen Dank für deine Geduld und ich glaube, du wirst belohnt mit einer motivierenden und hoffentlich anregenden Konferenz,
die auch die Grundlage bildet im Gunnar-Werner-Institut, mit dieser Geschlechterperspektive, die wir seit Jahren haben, weiterzuarbeiten. Wir erhoffen uns von dieser Konferenz Anregungen für tatkräftige Handlungen für die nächsten Jahre. Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für Ihr Kommen. Ich freue mich auf die Diskussion, auf Ihre Beiträge heute und morgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, und nun freue ich mich ganz besonders, Ihnen und Euch die Moderatorin des ersten Konferenzabschnittes heute vorzustellen. Es ist Claudia Neusüß. Claudia Neusüß ist Politikwissenschaftlerin, Beraterin und Coach, vor allem im Bereich Gender und Gender Mainstreaming. Und sie ist Miteigentümerin von Compass Orange, einer Agentur für Personal- und Organisationsentwicklung. Claudia kennt die Heinrich-Böll-Stiftung ziemlich gut. Sie war von 1996 bis 2002 Vorstandsmitglied in der Heinrich-Böll-Stiftung, meine Vorgängerin. Und ich freue mich, dass wir immer wieder miteinander zusammenarbeiten. Du bist vor allem ja auch, was Europa angeht, durchaus eine Spezialistin. Es freut mich, dass du hier bist und uns durch den ersten Teil dieses Abends und dieser Konferenz führt. Komm hoch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Frauen und Männer, liebe Trans-, Queer- und Intersexuelle, die ihr und die Sie heute hier seid. Ich freue mich ganz besonders, dass an diesem Tag, wo ja sich so viel bündelt, wie Barbara ausgeführt hat, vielen Dank für die freundliche Vorstellung, Barbara, dass an diesem Tag ich hier dabei sein darf und dieses Stück Gespräch und Nachforschen und Erkunden, wie Einmischung im europäischen Kontext in Zukunft besser oder wieder besser gelingen kann, begleiten darf. Wir müssen uns besser organisieren, hat Barbara gesagt, wir müssen in die Öffentlichkeit drängen. Europa, das Freiheitsprojekt, noch eine persönliche Note. Was heute auch noch ist, ist der Tag des internationalen Down-Syndroms. Und das sage ich deshalb, weil es vielleicht auch eine Inklusionsfrage ist, dieses europäische Projekt, und gar nicht so sehr bekannt und gefeiert wird. Und irgendwie dachte ich, wenn wir hier die Vielfalt Europas in den Blick nehmen, dann gehört das vielleicht auch dazu. Was machen wir jetzt? Wir waren schon ein bisschen auch in die Forderung und wo ist der Ausblick, und jetzt sind so viele Menschen hier zusammengekommen. Es gibt nachher Zeit, an den Tischen zu tüfteln und Strategien zu entwickeln. Aber erstmal in dieser ersten Runde haben wir uns gedacht, und das Gunda-Werner-Institut gut vorbereitet, ein Stückchen Bilanz darf und muss sein. Und deshalb hat das Gunda-Werner-Institut die Böll-Stiftung Professor Ulrike Liebert eingeladen, damit sie in einem Einführungsvortrag uns ein Stück gemeinsame Plattform gibt, uns ein Stück Orientierung gibt. Ulrike Liebert ist Politikwissenschaftlerin, sie ist Professorin und sie ist Leiterin des Jean Monnet-Zentrums für Europastudien der Universität Bremen, und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört die vergleichende Politikanalyse im Spannungsfeld von Transnationalisierung und europäischer Integration, und unter anderem auch ist die empirische Demokratieforschung eins ihrer noch viel umfangreicheren Forschungsfelder. Eine ihrer aktuellen Publikationen ist das Buch vom letzten Jahr, im letzten Jahr erschienen, Democratizing the EU from Below. Alle, für die es interessiert, später dort mehr noch zu erfahren. Ulrike Liebert wird uns also jetzt einstimmen und darf sich schon langsam in Bewegung setzen. Für wen und wann ist Europa ein emanzipatorisches Projekt? Und das Ganze hat einen Dreiklang, der uns dann auch im Anschluss auf dem Podiumsgespräch begleiten soll, nämlich nochmal ein Stück Bilanz zu ziehen und auf den Status quo zu gucken und dann zu gucken, was braucht es eigentlich angesichts der Entwicklung, die Barbara Unmüßig auch so drastisch ja schon
vorzitiert und vorskizziert hat, was kann eigentlich passieren, und dann können wir uns das im Gespräch weiter anschauen und vertiefen. Ich freue mich, herzlichen Dank. Ulrike Liebert, vielleicht einmal einen Applaus. Herzlichen Dank, Claudia Neususs. Vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, das Gunda-Werner-Institut, für diese Gelegenheit hier. Bitte? Das höher stellen. Nein, das ist in Ordnung, glaube ich. Vielen Dank. Wenn Sie mich nicht verstehen können, machen Sie sich bemerkbar, ja? Ja, diese Gelegenheit heute zum Gleichstellungsprojekt Europa Ihnen ein paar Gedanken von mir vorzustellen, ist wunderbar. Ich bin sehr dankbar dafür. Die Frage ist, für wen und wann ist Europa ein emanzipatorisches Projekt? Ich habe vor kürzerer Zeit eine Konferenz der Europaforscher in Washington genutzt, um mit Kolleginnen, die seit Jahrzehnten in der feministischen und Genderforschung unterwegs sind, diese Frage zu erörtern, und habe ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Die eine Kollegin sagte, Frauen sind eigentlich Verliererinnen. Nach dem Lissabon-Vertrag ist Frauenpolitik in der EU-Kommission nicht mehr Sache der Generaldirektion Arbeit und Soziales, sondern in der Kommission für Justiz angesiedelt. Das ist ein großer Verlust. Frauen sind Verliererinnen, insbesondere in der Krise. Eine andere Kollegin sagte, naja, das Glas ist halb leer, aber du kennst ja meine Ansicht, ich gucke auch auf das Glas ist auch halb voll. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine ganze Menge geschafft. Da ich nun mich als Vertreterin des positiven Denkens verstehe, möchte ich insbesondere das halbvolle Glas hier einmal beleuchten, aber, das möchte ich auch deutlich machen, es ist wichtig, eine realistische Analyse damit zu verbinden, um auch aus den Leerstellen, den Defiziten, entsprechende Schlüsse für die Zukunft ziehen zu können. Mein einleitendes Impulsreferat ist deswegen in drei Teile geteilt. Ich beginne mit einer Bilanz, komme dann zweitens zur Frage der aktuellen Herausforderungen, also Verliererinnen, Opfer, sozusagen diesen Bereich, den möchte ich eher als Herausforderungen hier erörtern, und komme dann drittens zu den Zukunftsperspektiven. Die Bilanz europäischer Gleichstellungspolitik, ja, die letzten 30 Jahre, vielleicht ziehen wir den Bogen ein bisschen größer, fangen in der Nachkriegszeit an. Das europäische Projekt begann mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 1951 wurde dann fortgesetzt mit den römischen Verträgen von 1958, dem Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit in die römischen Verträge eingeschrieben. Diese Geschichte, über 60 Jahre, sehe ich in drei Phasen gegliedert. Mag das Bild der drei Generationen auch hilfreich sein. Sozusagen die erste Phase charakterisiert durch unsere Mütter, die Mütter meiner Generation, der Trümmermütter, gekennzeichnet durch Flucht, Vertreibung, vielfach traumatisiert, die gleichzeitig sehr aktiv unsere Städte, nicht zuletzt hier auch gerade in Berlin, aufgebaut haben. In der Gründungsphase, dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann sehr rasch gefolgt war von dem europäischen Wirtschaftswunder der Gemeinschaft, der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der europäischen Gemeinschaft, zunächst mal Wirtschaftsgemeinschaft, ein Erfolgsmodell. Allerdings in dieser Phase erfolgte eine Restauration der traditionellen Geschlechterverhältnisse, der traditionellen patriarchalischen Ordnung im Arbeitsleben, in der Familie, im Rechtssystem, Berufstätigkeit ohne Erlaubnis des Ehemannes war nicht möglich, ein eigenes Bankkonto zu eröffnen war für die Frau, die verheiratete Frau, ein Ding der Unmöglichkeit ohne die
Einwilligung, schriftliche Einwilligung des Ehemannes beizubringen. Aber diese Ordnungen unterschieden sich. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also die Gleichberechtigung von Mann und Frau, stand auch im deutschen Grundgesetz. Aber in Frankreich, die Französinnen, Simone Weil, Simone de Beauvoir, ja, unsere Schwestern waren ein bisschen erfolgreicher, die haben auch gleichen Lohn für gleiche Arbeit in die französische neue Verfassung, Nachkriegsverfassung mit eingeschrieben, zusammen mit dem sehr späten Wahlrecht für Frauen nach 45, 48. Das war in der Folge für die Dynamik der Geschlechterpolitik sehr wichtig, denn die europäische Wirtschaftsgemeinschaft hätte sich in diesem Klima der Restauration traditioneller familienpolitischer Werte vermutlich nicht dazu durchringen können, dieses Prinzip auch in den EWG-Vertrag, die römischen Verträge, einzuschreiben, wenn nicht die Franzosen Druck gemacht hätten. In den Verhandlungen Schumann-Adenauer gesagt wurde, naja, wenn wir das in der EWG nicht festschreiben, dann habt ihr Deutsche einen Wettbewerbsvorteil, wenn ihr den Frauen nicht das Gleiche bezahlen müsst. Und von daher führte die Verhandlungsdynamik zu dieser subversiven, sagen wir mal, Inklusion dieses Prinzips, das in der Folge eine Eigendynamik, nein, Eigendynamik eigentlich nicht, es bedurfte eines erheblichen Drucks. In der zweiten Phase, ich komme jetzt zu den goldenen Jahren, dem goldenen Zeitalter, Emanzipationsprojekt, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union. In den 70er, 80er, 90er Jahren, ich würde diese 30 Jahre zusammenfassen, es begann mit einem Bericht des noch nicht direkt gewählten Europäischen Parlamentes in den Anfang der 70er Jahre zu der Frage, was ist eigentlich mit dem Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der Praxis passiert? Und festgestellt wurde, die Lohnschere war so erheblich, dass das dringend einer politischen Aktion bedurfte. Die Kommission setzte sich unter dem Druck dieses Berichtes in Bewegung, entwickelte die ersten Richtlinien. 1975 wurde die erste Richtlinie, damals noch nicht vom europäischen direkt gewählten Parlament, sondern vom Ministerrat tatsächlich verabschiedet. Ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mit der Pflicht der Mitgliedstaaten, diese auch tatsächlich mit Leben zu füllen, zu implementieren in den damals 1975 nach der Erweiterung in Großbritannien, Dänemark und Irland Neuner Gemeinschaft. Das war dann der Beginn einer längeren Reihe von Richtlinien, die zu einer, ich würde das mal nennen, einer stillen Revolutionierung der Geschlechterverhältnisse führte, Geschlechterverhältnisse im Arbeitsleben, im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also Elternurlaub, auch in anderen Politikbereichen, in der Sozialpolitik, in der Forschungs- und Wissenschaftspolitik, in der Agrarpolitik, Rentenansprüche von Bäuerinnen. Die Kolleginnen Joyce Massheben und Gabriele Abels, Autorinnen des im letzten Jahr erschienenen Buches Gendering the European Union, haben das folgendermaßen zusammengefasst in der Formel subversive feministische Strategien zur Erreichung von Geschlechtergleichheit. Diese Strategien kulminierten in dem Gender Mainstreaming, wie Claudia Neusüß vorhin herausgestellt hat. Entschuldigung, Barbara Unmüßig festgestellt hat, im Amsterdam-Vertrag festgeschrieben. Ich bin nicht ganz so negativ, ist nicht nur ein Papiertiger geblieben, sondern in der Tat, also es gibt zwar kein Klagerecht, aber die EU hat doch zum Beispiel im Rahmen der Strukturpolitik, der Regionalpolitik Anreize damit versehen, Gender Mainstreaming in der regionalen Entwicklung, in sozialpolitischen Projekten zu verankern. In der Forschungs-, Wissenschafts- und Technologiepolitik, zum Beispiel in den neuen Mitgliedstaaten, in den Ostmittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten, gibt es da auch, also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass empirisch Gender Mainstreaming durchaus zu gewissen, sagen wir mal, halben Erfolgen geführt hat.
Ja, die dritte Phase nun nach der Jahrtausendwende, wodurch ist die gekennzeichnet? Ist das ein Backlash? Sind das Rückschritte? Es sind vor allen Dingen erstmal Widersprüche, würde ich sagen. Einsprüche und Widersprüche neuer Art. Es hat ein Generationenwandel stattgefunden, jüngere Generationen, die zu den Nicht-Privilegierten sich zählen würden, Europäerinnen in den Mitgliedstaaten, die nicht über gesicherte Arbeitsverhältnisse, Verträge verfügen, Prekariat. Es geht um Bürgerinnen, Widersprüche zwischen Bürgerinnen der reicheren und der ärmeren, der von den Krisen betroffenen Mitgliedstaaten der EU. Es geht um Widersprüche von Seiten nicht-europäischer Migrantinnen. Also kurz zusammengefasst, um die Kritiken, um die Ungleichheiten, Seiten, die artikuliert werden seitens weißer, nicht privilegierter und nicht europäischer Frauen auf europäischem Boden und auch in der Nachbarschaft. Kurz zusammengefasst, das Stichwort der Intersektionalität fasst zusammen dieses Fremdwort, die Bündelung von Benachteiligungen unterschiedlichster Art, die Benachteiligung von Frauen stand sozusagen in der Blütezeit der EU-Gleichstellungspolitik im Vordergrund, wurde im Amsterdamer Vertrag schon erweitert um andere Formen von Ungleichheit, von Diskriminierung. Insgesamt habe ich mal gezählt, 23 unterschiedliche Gründe von Diskriminierung, von Benachteiligung sind da ausgemacht und auch eingeschrieben worden. Also Nationalität, Sprache, Ethnizität, zu ethnischen Minderheiten zu gehören, sexuelle Orientierung, die Frage der Behinderung, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Und diese unterschiedlichen Formen von Diskriminierung bündeln sich in sichtbarer, erlebbarer, in dieser doch vielfältiger werdenden europäischen Gesellschaft. Und damit komme ich zu meinem zweiten Teil der Frage der aktuellen Herausforderung. Meine These, dass diese neuen Widersprüche und Konflikte etwas zu tun haben mit einer dreifachen Transformation unserer europäischen Gesellschaften und Politik. Erstens, die Krise, der Rückbau der Wohlfahrtsstaaten. Nun mag man sagen, in Deutschland sieht man das nicht, da werden die Kitas ja doch ausgebaut letzten Endes. Es gibt eine Herdprämie, wie sinnvoll man sie halten mag, aber es gibt ja vielleicht sogar einen Ausbau des Wohlfahrts- und sozialstaatlicher Leistungen. Das ist aber eine relative Ausnahme, EU-weit gesehen, insbesondere in den Krisenstaaten, die von der Staatsschuldenkrise, Finanz- und Banken, Staatsschuldenkrise intensiv betroffen sind, das heißt Irland, Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, ist ein deutlicher Rückbau, Abbau sozialstaatlicher Leistungen, insbesondere für Frauen, für Mütter, für Kinder die Rede. Nicht nur die Rede, sondern das ist vor unseren Augen passiertes. Die Ressourcen schrumpfen, die zu verteilenden Ressourcen, und die Folge sind neue Formen der Exklusion, der sozialen Ausgrenzung, Verarmung. Ein Beispiel aus Spanien, die neuen Obdachlosen, das Platzen der Immobilienblase führte zum Platzen von Krediten, die gegenüber den Banken nicht mehr bedient werden konnten, von Arbeitslosen, arbeitslos gewordenen, die sehr rasch auf die Straße rausgeklagt wurden aus ihrem Wohneigentum, ein massenhaftes Phänomen, es zu einer Bewegung geführt hat, zur Organisation, zu Netzwerken,
die Desahucios, ja, die letzten Endes das vielleicht zu einer Nebenbemerkung dazu geführt hat, dass unter dem Druck der Mobilisierung auf der Straße die Netzwerke mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten über nationale Gerichte zunächst mal nicht gefruchtet hat, dann aber der Weg über das europäische Gericht, der den Europäischen Gerichtshof genommen wurde und hier die spanische Regierung verpflichtet wurde, dieses archaische Gesetz, das den Banken jedes Vorrecht und den Wohnungseigentümern jeden Schutz nahm, das zu korrigieren. Das haben wir also auch im letzten Jahr gesehen. Aber neue Formen von Verarmung, von Obdachlosigkeit, und hier sind Frauen und Mütter sehr in erster Stelle betroffen. Die zweite strukturelle Transformation unserer Gesellschaften hat etwas zu tun mit der Entgrenzung der Märkte, mit einer Entgrenzung durch Liberalisierung, Privatisierung, was vorher Staatsaufgabe war, wird von Unternehmen übernommen, privat, profitorientiert betrieben, führt zu einer Transnationalisierung von Gütermärkten, aber eben nicht nur für Güter, die weltweit intensiver gehandelt werden, als wir das noch vor 30 Jahren gesehen haben. Es führt auch zu einer Vermarktung dessen, wofür es zuvor moralische Grenzen gab, die Kommodifizierung, der warenförmige Handel von Pornografie übers Internet, von Organhandel weltweit, Frauen- und Zwangsprostitutionshandel. Die Prostitution zum Beispiel im Krisenland Griechenland sei um 1500% gestiegen, heißt es. Diese Art von Entgrenzung von Märkten führt zu perfideren und offeneren Formen menschlicher Instrumentalisierung und auch einschließlich offener Gewaltverhältnisse. Man könnte sagen, eine marktradikale Form des Patriarchats oder eine patriarchalische Form von Marktradikalismus, der Instrumentalisierung von weiblicher Arbeitskraft, des weiblichen Körpers, ist hier zu beobachten. Der dritte Prozess, der jetzt nach der Jahrtausendwende besonders sichtbar wurde, ist die Verschiebung von Macht. Nach dem Ausbrechen der internationalen Finanzkrise haben wir feststellen müssen, dass es Monokulturen in der Finanzmarktkultur gibt, die Bankster Bereiche konzentrierter Macht über finanzielle Ressourcen, die für Frauen so gut wie unzugänglich sind. Im Finanzsektor herrscht eine erdrückende männliche Dominanz, zum Beispiel in Deutschland, allein in Deutschland, von den 100 größten Banken und Sparkassen. In 83% davon ist im Vorstand keine einzige Frau anzutreffen und im Rest 17 Frauen. Also das ist ein Verhältnis von 390 zu 17. Das bedeutet, dass hier in diesem Bereich aufgrund von Vetternwirtschaft, von zu großer Homogenität, die effektiven Kontroll- und Rechenschaftsmechanismen fehlen. So würde ich das zusammenfassen. So, also drei Prozesse, die zu Herausforderungen neuer Art führen. Als Zwischenfazit möchte ich festhalten, die EU im Jahr 2014 ist auf keinen Fall mehr ein Club reicher, weißer Industrieller, wie er häufig so skizziert und von außen wahrgenommen wurde. Die europäischen Arbeitsmärkte, die europäischen Parlamente, die europäischen Regierungen, ich würde auch sagen die Universität, mein Arbeitsbereich ist sehr viel weiblicher als je zuvor. Dafür sind die EU-Institutionen, die Kommission, das Europäische Parlament in erster Linie wichtige Schubkräfte
kräftige Wesen und Sie selber, man muss auch sagen, im Europäischen Parlament, auch in der Kommission, sind eine ganze Reihe von feministischen Aktiven anzutreffen, die auf eine sehr kluge Art und Weise Strategien entwickelt haben, über die Jahre diese Politik voranzubringen. Ich habe vorhin schon Massheben und Abels zitiert, die subversive feministische Agenda. Sie haben hier genau beschrieben, die verschiedenen, Sie haben also sozusagen aus den Erfahrungen über 30 Jahre entwickelt, ein Strategieplan, der aus verschiedenen Phasen besteht. Phase 1 Consciousness Raising, Phase 2 Building a Policy Community, Phase 3 Professionalisierung und Internationalisierung, Phase 4 Institutionalisierung, Normbildung und Mainstreaming dieser Norm, um das hier nur mal kurz zu zitieren. Ja, aber, das Aber kommt jetzt natürlich sofort im Vergleich mit den Müttern der Gründergeneration des Wiederaufbaus, mit unseren Müttern, ist die Generation der Enkelinnen, der heute jungen Generationen von Frauen mit neuen Schrecknissen und Hindernissen konfrontiert, anderen als das bisher der Fall war. Neue soziale Ungleichheiten und Ausgrenzungen, massive Spardiktate, männliche Machtbastionen, an die kein Herankommen möglich erscheint oder nur mit großen, großen Schwierigkeiten. Lassen Sie uns nun also fragen, welche Perspektiven gibt es denn für eine europäische emanzipative Geschlechterpolitik? Zunächst einmal festhalten möchte ich eine sehr viel buntere, also Frauenpolitik, Geschlechterpolitik war immer schon bunt, aber sie ist seit ein paar Jahren noch viel bunter und vielfältiger geworden. Die Protestformen, die wir auf den Straßen der Indignados oder der Indignadas in Spanien, Südeuropa erleben, die Frauenorganisationen, die sich in Griechenland auf die Hinterbeine stellen, die Frauenbewegungen, die Queer-Bewegungen, die Femen, die in Italien beispielsweise sehr erfolgreich Silvio Berlusconis frauenverachtende Art von Medienpolitik einzusetzen für seinen Machterhalt, Berlusconi öffentlich anzuprangern und letzten Endes seine Machtposition zu unterminieren. Der derzeitige Ministerpräsident Renzi hat in seinem Kabinett zum ersten Mal in Italien 50% Frauen. Ja? Seit 2 Monaten im Amt. Das ist tatsächlich eine Revolution in Italien. Warum? Es ist eine Antwort auf die vielen mobilisierten, sehr jungen, also sein Kabinett ist im Großen und Ganzen unter 40 Jahre alt im Durchschnitt. Ein Erfolg der Bewegung der Italienerinnen auf den Straßen, einschließlich Femen, ja, die also Berlusconi öffentlich mit Barbu sich angegriffen haben. Sehr medienwirksam. Also sehr umstritten mit Sicherheit, auch hier in dieser Runde. Aber letzten Endes sind die Protestformen lauter und sehr viel performativer geworden, ja, also theatralischer, kann man sagen, und müssen sie es vielleicht auch im Medienzeitalter. Zweitens besteht eine der Herausforderungen darin, neue verteilungspolitische Felder zu erobern. Das heißt, Frauenquoten für börsennotierte Unternehmen und Banken, eine wichtige Politik im Europäischen Parlament, gewachsen von der Europäischen Kommission, Viviane Reding, befördert, sehr öffentlichkeitswirksam, 40% Frauen innerhalb der nächsten Jahre durchzusetzen in den Aufsichtsräten und den Vorständen der wichtigsten Unternehmen. Da sieht die deutsche Realität noch sehr traurig aus im Vergleich. 3% Frauen
in den wichtigsten börsennotierten Unternehmen in den Vorständen, 12% in den Aufsichtsräten und davon die meisten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Vertreterinnen. Ja? Also der Fortschritt ist in dem Bereich sehr, sehr schleichend. Die Flexiquote hat da auch nicht so richtig geholfen. Dazu gehört aber auch neue verteilungspolitische Felder, das heißt Bastionen der Finanzindustrie zu erobern für Frauen, von Frauen, durch Frauen, junge Frauen. Das bedeutet aber auch mehr, nämlich geschlechtergerechte Konzepte zu entwickeln. Konzepte für die Regulierung von Banken. Wer soll Zugang zu Krediten haben? Welches sind die Ansprüche, die Sicherheiten? Die Gendering der Kreditregulierung, ja, wäre ein ganz wichtiges Feld, um zum Beispiel die Gründung von selbstständigen Existenzen für Frauen zu ermöglichen. Die Mini-Kredite der indischen, die in Indien entwickelt wurden, in der Entwicklungszusammenarbeit, ja, jetzt auch in Südeuropa, sind da so ein kleines Beispiel. Die gehen in erster Linie an Frauen, Haushaltsvorstände, Familienvorstände, wo Männer nicht existieren, verschwunden sind, dysfunktional sind, krank sind häufig. Das bedeutet aber auch drittens, die jetzigen Prozesse innerhalb der EU sehr genau zu beobachten, zu begleiten, obwohl sie sehr komplex sind, die EU-Agenda zu einer Vollendung einer genuinen europäischen Wirtschaftsunion, die jetzige Finanz- und Eurokrise, die sogenannte Eurokrise, ist ja nicht zuletzt eine Folge der nur halben, unvollständigen Konstruktion der EU-Währungsunion im Maastrichter Vertrag. Es fehlte das notwendige zweite Bein, die Wirtschaftsunion, die gemeinsame Koordinierung von Wirtschaftspolitik. Das ist nie passiert. Deswegen hat sich die Wirtschaftskraft, die Konkurrenzfähigkeit der nordeuropäischen, kontinentaleuropäischen Länder, Deutschland, Niederlande, Finnland und die der südeuropäischen so weit auseinander entwickeln können, weil sozusagen Wirtschaftspolitik nationale Angelegenheit blieb. Obwohl es damals eigentlich von einigen schon voraussehend erkannt wurde, dass das nicht funktionieren kann. Jetzt geht es also darum, Wirtschaftspolitik zu vergemeinschaften, die Banken europaweit zu regulieren, eine gemeinsame eine Abstimmung der Haushaltspolitik und Koordinierung der Steuerpolitiken zu entwickeln. Hier geht es um ganz wichtige Verteilungsfragen. Das sind die zentralen Verteilungsfragen innerhalb die Parameter, innerhalb derer, von denen bestimmt wird, welche Spielräume es für Frauen, für sozial, für geschlechtergerechte Politik in den nächsten Jahrhunderten geben wird. Hier ist es wichtig, dass Frauen sich aktivieren, engagieren, kontrollieren, sich ein gewisses Know-how verschaffen und auch neu denken, neue Konzepte befördern. Schließlich geht es um die Gretchenfrage. Protestformen können effektiv sein. Das Mitmischen, das Engagieren in den zentralen politischen Entscheidungsprozessen eine zweite wichtige Voraussetzung. Das europäische Emanzipationsprojekt wird aber kaum eine Chance auf Erfolg haben, wenn wir nicht eine neue Vision, ein neues Leitbild dafür entwickeln. Die bisherigen Leitbilder in der Nachkriegszeit, Prosperität, Wohlstand, Friede, haben ein bisschen ausgedient. Der Friede ist innerhalb der EU zum Taken for Granted, wird als selbstverständlich angenommen. Wohlstand, mehr oder weniger. Solidarität könnte man sagen, eines der zurzeit konkurrierenden Leitbilder zielt auf eine europäische Sozialunion oder Solidaritätsunion, mehr Solidarität untereinander zwischen den Völkerfamilien, die das die Europäische Union ausmachen. Das ist sicher wichtig, ein wichtiger Gedanke. Konkurriert mit
der Vorstellung, die EU solle weniger Ressourcen darauf verschwenden, nach innen soziale Solidarität zu gewährleisten, sondern möge sich doch und müsse sich zu behaupten im globalen Spiel der Kräfte, der neuen Wirtschaftsmächte, der Schwellenländer, unter der Standortkonkurrenz, dem Druck der Standortkonkurrenz, müsse die EU so etwas werden wie ein Imperium. Ein Imperium, das seine Normen, seine Leitbilder globalisiert. Also Menschenrechte, Demokratie, Geschlechtergleichheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau mit dem Druck der Wirtschaftshandelsmacht EU in China, in Syrien, in Afrika, ja, zum Tragen zu bringen, durchzusetzen. Das Argument derjenigen, die das befürworten, fordern, für wichtig halten, für notwendig halten, ist, Sozialpolitik kann nicht funktionieren, kann gar nicht finanziert werden, wenn die EU nicht wirtschaftsmächtig und wirtschaftsstark ist im globalen Maßstab. Und das setzt voraus, wir müssen die Normen bestimmen können. Nicht zuletzt die Umweltnormen, Menschenrechts- und Umweltnormen. Denn nur wenn die respektiert werden, ist zu hoffen, dass Europa überhaupt konkurrenzfähig bleiben kann, weil Länder, Schwellenländer, die diese Normen ignorieren, natürlich um vieles rein ökonomisch konkurrenzfähiger sein und bleiben werden. Ja? So, das sind beides zwei Visionen, zwei Modelle, die gute Argumente für sich haben. Aus meiner Sicht ist keine der beiden den Herausforderungen, die ich vorhin skizziert habe, den neuen Herausforderungen im dritten Jahrtausend gewachsen. Warum nicht? Weil zum einen die Ressourcen ja tatsächlich immer knapper werden, die umzuverteilenden Ressourcen und die Verteilungskämpfe mit Solidaritätsnormen zu überwinden, ziemlich schwierig sein dürfte, wenn nicht noch ein noch weitergehendes, eine Vision entwickelt wird. Und auf der anderen Seite eine Imperialmacht EU in Lateinamerika, in Asien, in Afrika, überall auf postkoloniale Vorbehalte, Kritik stoßen wird, nie und nimmer, würde ich sagen, als legitim Anerkennung finden wird. Ich bin gefragt worden, was gibt es denn nun eigentlich dagegen noch darüber hinaus anzubieten? Für welche Vision trete ich ein? Ich möchte die EU, das Projekt EU, das Emanzipationsprojekt EU, als ein Prozess hier skizzieren, als ein Prozess des Baus eines Hauses, der Bau des europäischen Hauses, als ein Prozess eines Hauses, das wie aussehen soll, nun ja, ein Haus, das Platz für eine wachsende Hausgemeinschaft bietet. Eine Hausgemeinschaft, die sehr vielfältig ist, unterschiedliche Sprachen und Kulturen, sozusagen die Anerkennung dieser Unterschiedlichkeit voraussetzt. Eine Hausgemeinschaft, in der Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit als oberste Norm herrschen muss, in der Raum für Hoffnung ist, Hoffnung, dass sich Gewaltverhältnisse beenden lassen, in einer Zusammenarbeit mit Männern, aber auch von Männern untereinander, von gewaltbereiten Männern, ist die Männerarbeit umso wichtiger, Männer gegen Gewalt im häuslichen und im öffentlichen Bereich. In Italien die Femicidi, die Ermordungen von Frauen, von Ehefrauen, von Frauen ist enorm gestiegen in den Jahren der Krise. Ja. Also die Hoffnung auf ein Frieden, der sich nicht auf militärische Kriege allein bezieht, sondern auf die Verhältnisse, friedliche Verhältnisse im Haus, innerhalb der Hausgemeinschaft, zwischen den Geschlechtern. Eine Hausgemeinschaft, die ein Dach bietet, ein Dach über dem Kopf für alle, mit Essen für alle, mit offenen Türen für Gäste, für Nachbarn, eine offene Tür, offene Türen für Gerechtigkeit im Umgang mit
Gästen, mit Nachbarn. Die EU gehört zu den reichsten Nationen oder umfasst die reichsten Nationen der Welt, misst aber immer noch ihren Wohlstand in Kategorien des Bruttosozialprodukts. Ich denke, der Bericht von Stiglitz und Fitoussi von vor ein paar Jahren, der überschrieben war Mismeasuring Our Lives, der sagte, dieses Bruttosozialprodukt misst unsere Leben falsch und wir bedürfen anderer qualitativer Standards, um Lebensqualität auch tatsächlich messen zu können und Politik an Lebensqualität zu orientieren, nationale, regionale, europäische Politik, an der Lebensqualität dieser Hausgemeinschaft zu orientieren. Ich denke, das gehört ganz zu den Grundelementen dieser Hausgemeinschaft, dieser EU-Hausgemeinschaft, die ich hier skizzieren möchte. Und nicht zuletzt müsste dieses Haus sehr viele, nicht nur offene Türen, sondern auch runde Tische umfassen. Denn die Spielregeln, die Hausregeln, die Hausordnung in der EU, wie sie bisher gebaut wurde, war immer ein Ding hinter verschlossenen Türen. Das Konventsexperiment, ja, der Verfassungskonvent Anfang der 2000er war eine Ausnahme, aber naja, in einer gewissen Weise hat er zum Lissabon-Vertrag geführt, in dem einiges von dem aufgenommen ist. Er hatte mit offenen Türen gearbeitet, aber leider haben die Bürgerinnen und Bürger sehr wenig das, was da passierte, zur Kenntnis genommen, haben sich wenig engagiert. Das müsste anders sein. In den Prozessen, in der Ausarbeitung und den Änderungen der Hausordnung, einer geschlechtergerechten, einer friedlichen Hausordnung, daran müssten wir, die Bürgerinnen und Bürger, in erster Person beteiligt sein. Das heißt, runde Tische in einer EU, in einem Prozess. Ich denke, wir könnten das. Die Frage ist nur, ob wir das auch wirklich wollen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die Diskussion.